Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Ich bin noch ganz aufgeregt und irgendwie noch geschwitzt von der zweiten Newcomer-TV-Nacht. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch erstmal begrüßen zu einer weiteren Folge Newcomer TV, dem Magazin, das regelmäßig junge, dynamische Bands aus dem regionalen Underground, sogenannte Newcomer-Bands, vorstellt bzw. sie zu euch nach Hause bringt an den Bildschirmen. Es sind Bands unterschiedlichen Alters, weil Newcomer heißt ja nicht unbedingt, dass man ganz jung ist und neu. Nein, es ist bis zu 60, 70 Jahre alt sind die Musiker, die immer noch neu sind und unbekannt. Es geht uns darum, eigentlich mit diesem Magazin Bands, die man noch nicht so kennt, zu euch zu bringen, damit ihr sie kennenlernt und dann auch begeistert seid und dann auf ihre Konzerte geht. Und so hatten wir 4 Bands dieser Qualität bei der zweiten Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses. Es war ein brillantes Wetter, es war so schön sonnig und überall diese Frühlingsenergie. Und ich möchte euch jetzt eine Band vorstellen, die ich dort zum ersten Mal live gesehen habe. Ich habe sie auf einem Online-Stream gesehen und sie haben mir sehr gut gefallen. Das ist so gute alte Punkrock-Tradition, so ein bisschen melodischer Punkrock. Es gibt sie schon seit ein paar Jahren und sie haben sich alle zusammengefunden aus den unterschiedlichsten Bands. Das heißt, lauter routinierte, von innen behaarte Kerle sozusagen, die ganz krasse Musik macht. Und jetzt ein Riesenapplaus von euch und ich hoffe Begeisterung und Tanzen im Wohnzimmer für Grim Society. Wie das bei euch aussieht, also ob ihr viele, wie sagt man, ob ihr nur dann probt, wenn ihr Konzerte macht oder macht ihr auch selber Aufnahmen bei euch im Proberaum? Habt ihr die Möglichkeit, euch selber aufzunehmen oder wie ist es überhaupt mit Aufnahmen, mit irgendwas in Rille zu pressen? Also wir haben schon die Möglichkeit, dank dem Flo, im Proberaum Sachen aufzunehmen. Das haben wir auch schon gemacht. Aber die haben wir jetzt nicht irgendwie bei Bandcamp reingestellt, sondern einfach mal so, um ein Gefühl gespürt zu kriegen, wie wir klingen.
um das dann auch, ja, wenn wir mal auftreten sollten, dass wir dann auch ein Feeling haben, ne? Also der Martin ist der Manager. Du sitzt den ganzen Tag am Telefon und siehst zu, dass die Jungs irgendwie was zum Spielen haben. Ja, wir gucken halt schon, dass wir irgendwo Auftrittsgelegenheiten finden, mit befreundeten Bands zum Beispiel. Aber ansonsten nehmen wir auch so die ganzen sozialen Medien einfach mit, Facebook, Instagram, und gucken, dass wir da so ein bisschen Bekanntheitsgrad kriegen. Und von den Aufnahmen her haben wir uns im Bunker halt. Wir sind im Römerstadt-Bunker, also wirklich ein absoluter Top-Bunker. Nochmal viele Grüße an den Born, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und er hat auch ein Studio bei sich im Bunker eingerichtet, wo man auch jederzeit hingehen kann und kann dann die Songs einfach mal auf die Schnelle mal unter Studio-Qualität aufnehmen. Also das ist auch total. Allting man ser, lyckas vinna kommer allting när man ber, när man ber. Lika klinga kommer allting när man ber, när man ber.
man sehen. Nimmt das Ding ja kommen, dann kriegt er man mehr. Mehr man sehen. Hey! Ich hab vergessen, euch was zu sagen. Da rede ich die ganze Zeit von Newcomer TV und Virusmusik und ganz geilen Bands und vergesse dabei, dass Newcomer TV, dieses fantastische Magazin, was es schon so lange gibt, 20 Jahre jung ist. Das heißt, das werden wir in diesem Jahr natürlich unglaublich feiern mit einem gigantischen Festival und zwar im Sommergarten der Butch Cup am 26. August. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich meine, was soll ich sagen? Selbst der Jochen hat gelacht, als er die Jungs gesehen hat und war begeistert und hat seine alten müden Knochen geschwungen im Takte der Punkmusik. Das war Grim Society
live aus der Portstraße Jugend und Kultur. Und jetzt habe ich noch eine weitere Band und ich weiß nicht, also die haben mich so von den Socken gehauen, weil die waren so tight und so voller Energie mit ihren fucking Melodic Alternative Hardcore. Und die Jungs kommen aus Langen und haben als letzte Band sozusagen an diesem wunderbaren Abend die ganze Meute nochmal zum Tanzen angeregt. Wirklich super sympathische Jungs, sehr musikalisch, krasse Songs, eine unglaubliche Energie. Ein Riesenapplaus hier für euch, von euch für Lorraine.
Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Danke, Robert. Gigs, ich lese bei euch, abgesehen davon, also eigentlich heute wird ja sozusagen eure 4 Auftritte Tournee eröffnet, hier in der Newcomer TV-Nacht, Portstraße Oberursel. Dann geht es weiter am 2.6. Schlossgrabenfest auf der Echo-Bühne in Darmstadt. Dann 11. wieder ein Bandcontest, nämlich SBH Bandcontest im Ponyhof, geiler Laden, Frankfurt. Und am 9.7. Emergenza Regionfinale, das im Bett Frankfurt. Macht ihr den Europameister? Meister im Emergenza? Also wir sind ein bisschen überrascht, wie weit wir gekommen sind, ganz ehrlich. Diese Wettbewerbe, die resultieren so ein bisschen aus der Verzweiflung von Corona, beziehungsweise es war dieses keine Gigs, okay, wir bewerben uns mal beim Wettbewerb, ja. Weil es ist ein zweischneidiges Schwert mit den Wettbewerben. Und das ist dann, oder wie es bei Emergenza gelaufen ist, hätten wir niemals gedacht. Wir haben auch einen geilen Auftritt in Österreich bekommen beim Festival darüber. Das war, also wir sind selber noch überrascht, auch dass wir immer noch dabei sind. Natürlich hoffen wir, es geht irgendwie noch weiter, aber wir bilden uns da nichts ein. Aber es war im Endeffekt dann doch, hat super Spaß gemacht und hätten wir niemals gedacht, dass auch mit den anderen Bands zusammen, es war eher ein kollegiales Ding und keine Konkurrenz. Also es hat bisher super Spaß gemacht. Also wir haben eine Wildcard gewonnen, im Viertelfinale und waren in dem Zug dann in Österreich auf einem Festival in Saalbach-Hinterklemp am Bergfestival. Das war schon eine witzige Sache, ein witziger Ausflug. Es war schon, also daher auch nochmal großen Dank an Emergenza, weil es war eine coole Sache. Jetzt könnt ihr von Anfang an richtig abdrehen. Go! You wanna see what is fun, you wanna come. We must all go to a step. Think you had it in the wood. For you proud it is a shame. What you are is give your life. Having scarred because you lay. You will change and you will see what it takes. Also, habe ich zu viel versprochen? Ich hoffe nicht. Lorraine, wirklich ganz krasse Musik, finde ich. Total harte, tighte, melodic, hardcore Songs
von so Meistern an ihren Instrumenten. Und es ist schade, dass sie noch nicht den Fame haben, den sie eigentlich mit ihrer Musik verdienen würden, wie auch den anderen drei Bands, die ich euch von der zweiten Newcomer TV-Nacht in den letzten beiden, also in dieser und in der Sendung davor, habe vorstellen dürfen. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen jetzt kommt ja der Sommer auf uns zu und es gibt viele, viele Konzerte draußen in den Sommergärten, auf den kleinen Festivals und ich hoffe, dass ihr da fleißig hingeht und live und in Farbe tanzt und begeisterte Fans von ganz tollen Newcomer-Bands aus der Region werdet. Das war der Seppel am Mikrofon und der unglaubliche Jochen, der euch hier so gekonnt hin und her schwingt mit dieser wunderbaren Kamera. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns auch live bald wieder. Die nächste Newcomer TV-Nacht ist am 27. Mai, Freitag, den 27. Mai in der Portstraße Jugend und Kultur, www.virusmusik.de. Alle Infos werdet ihr dort finden. Ciao, arrivederci und bis bald.